ihr wieder. Hallo zum Nachtzimmer Hamburg mit Reiche Schmidt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid an diesem Samstag, an diesem knackekalten Samstag. Hier in Hamburg war es heute so kalt, das gibt's überhaupt nicht. Ich weiß nicht, gefühlt wie minus 10 Grad, aber dadurch, dass die Sonne schien, war es natürlich auch ein ganz besonders schöner, kalter Samstag. Die Leute waren unterwegs, an der Alster war die Hölle los, die Leute spazieren, freuen sich, ja, und dann ab und zu mal in ein schönes Café gehen, ein Käffchen trinken und dann weiter shoppen, spazieren. Das sind doch so die Sachen, die das Leben ganz, ganz angenehm machen, und das macht bei diesem herrlich klarem Wetter, wenn man sich richtig schön warm angezogen hat, doch auch viel mehr Spaß, als wenn es einfach nur grau und trüb und sonst was ist. Wie verbringt ihr eigentlich eure Samstage so tagsüber? Shoppen, treffen mit Freunden, oder was macht man so als Hörer von Nachtzug nach Hamburg? Ich freue mich, wenn ihr mir das mailt unter nachtzug@email.de oder als Kommentar auf die Homepage www.nachtzugnachhamburg.de. Aber bei diesen Graden muss man natürlich auch ein bisschen dafür sorgen, dass die Wärme zu Hause einigermaßen passt. Ja, dass man sich immer warm anzieht, natürlich, das ist das eine. Und dennoch hat man irgendwie immer kalte Füße zu dieser Jahreszeit. Zumindest mir geht das so, aber das gibt's jetzt gleich im zweiten Teil. Ja, Thema kalte Füße, wer kennt das nicht? Man liegt im Bett, es ist wohlig warm, man kuschelt und plötzlich schieben sich ein paar eiskalte Füße von hinten an die Beine. Und dann erstarrt man fast und denkt, was ist das denn? Aber das sind so die kleinen Tücken des Lebens, mit denen man umgehen muss. Und das, obwohl der Kamin angeschürt war, obwohl es eigentlich in der Wohnung warm ist und die Heizung aufgedreht ist. Diese kalten Füße sind ein ewiges Phänomen. Was kann man dagegen eigentlich tun? Wir haben schon alles probiert. Abends vor dem Zu-Bett-Gehen heißen Tee getrunken. Abends vor dem Zu-Bett-Gehen einen Wein getrunken. Und dennoch, die kalten Füße bleiben trotz dicker Federdecke. Habt ihr Tipps? Was kann man gegen kalte Füße tun? Dann wäre ich euch sehr dankbar, einen Tipp von euch zu kriegen. Entweder per Mail oder als Kommentar auf die Homepage. Ich freue mich schon, wenn ich am Montag wieder die Ansichtskarten der Nachtzug nach Hamburg höre, aus dem Postfach raushole. Am Wochenende komme ich nämlich nicht dazu. Also, wenn ihr mir eine Karte geschrieben habt an die Postfachadresse und ihr habt heute keinen Link mit dem, keine E-Mail mit dem Link zum Video bekommen, dann wundert euch nicht, denn ich habe die Postkarte noch nicht. Ich schaffe es erst am Montag wieder. Jetzt wünsche ich euch einen wunderbaren Sonntag. Ich hoffe, ihr habt wunderbares Wetter. Hier in Hamburg soll es wieder so schön werden wie heute am Samstag. Und wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Euer Reiko. Mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.